Herzlich willkommen zu unserem nächsten Webinar hier bei JFT Brokers. Heute am 27. Juni 2018, 19 Uhr oder man könnte auch sagen, natürlich muss jetzt ein Kommentar kommen, ist ja logisch, irgendwie the hour after, also nachdem Deutschland aus der Fußball-Weltmeisterschaft ausgestiegen ist, gab hier gerade schon auch die ersten Kommentare, auch hier schon. Also als ob ich irgendwie mir das gewünscht hätte. Nein, logischerweise natürlich nicht, aber ich glaube, man kann nicht anders, als dann jetzt irgendwas noch über die Fußball-Weltmeisterschaft zu sagen. Aber naja, es ist halt, wie es ist. Wir wollen es natürlich hier besser machen, ist ja logisch. Von daher geht es natürlich hier wie immer ums Trading. Habe ich meinen Namen schon gesagt? Stefan Friedrichowski? Ach, im Zweifelsfall noch ein zweites Mal. Und natürlich auch nochmal herzlich willkommen im Namen von JFT Brokers, die ja hier das alles hier mit uns hier ermöglichen. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Es gab hier nochmal extra Fragen, auch noch zum letzten Webinar, ob es da einen Timestop gab. Und nein, die gab's, es gab keinen Timestop und Short gehen war da nicht vorgesehen. Stopplosse waren individuell, soweit. Ich hoffe, ich habe zumindest die paar Fragen, die ja gerade aufkamen, hier schon mal durch. Schön, euch wieder hier zu haben. Und heutiges Thema, trade zur richtigen Zeit das richtige Setup. Das richtige Setup wird übrigens nachher nebenbei ganz einfach sein, aber zur richtigen Zeit. Das ist hier gewissermaßen das zentrale Thema überhaupt. Und jetzt muss ich gleich hier zu meiner Schande gestehen, dass ich einen wirklich didaktischen, schweren Fehler gemacht habe. Nämlich, ich habe zwei Webinare aus Versehen in die falsche Reihenfolge gesetzt. Also sprich, dieses Webinar und das erste Webinar vom nächsten Monat, die müssten eigentlich didaktisch gesehen genau andersrum sein. Weil heute machen wir, naja, so eine Mischung aus DAX Daily Seasonal und Uhrzeiten. Und im nächsten Webinar machen wir dann nochmal wirklich Daily Seasonals, aber dann für alles und nicht nur DAX, sondern da geht es nochmal richtig zur Sache. Auch viele, viele andere Underlyings rauf und runter, die sich so hervorragend traden lassen. Und eigentlich hätte ich die Webinarreihenfolge umdrehen müssen. Sorry, aber ich wollte jetzt nicht was anderes erzählen, als wirklich angekündigt ist. Also unser Schwerpunkt heute wird die H1 Timeframe sein und naja, den D1 machen wir sozusagen dann in 14 Tagen. Leider von mir auch ein Versehen, weil ich einfach die beiden Webinare, ich kündige die immer einen Monat vorher bei JFD an und dann werden die halt reingeschrieben. Die schreiben es natürlich so rein, wie ich es ankündige. Und von daher kann ich auch niemandem anderem die Schuld geben, außer mir selbst. Also, kleiner didaktischer Fehler. Trade zur richtigen Zeit das richtige Setup. Gibt noch weitere Detailfragen zu letzten. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Im Zweifelsfall einfach mir eine E-Mail schreiben. Ihr seht jetzt schon die E-Mail-Adresse. Wird eh wichtig, die E-Mail-Adresse zu wissen, weil nachher gibt es wieder tolle Excel-Sheets. Also schon die Ankündigung wie immer. Wer die haben möchte, einfach kurze E-Mail und ich schicke sie zu. Genau genommen wird das dann wieder ein Dropbox-Link werden, weil wir haben hier nachher Excel-Sheets, die ein bisschen mächtig sind. Und wie immer gilt natürlich auch, Folien sind schon zum Download bereit, könnt ihr runterladen und natürlich auch Webinar wird aufgezeichnet und ist ab morgen dann auf dem JFT YouTube-Channel. Gut, aber jetzt mal ein bisschen mehr in die Tiefe hier. Wie immer noch kurz der Risk-Disclaimer. Heute gibt es wirklich ganz praktikable und ganz einfache Setups. Die schreien ja gewissermaßen zum Nachtraden. Aber natürlich gilt, wer es tut, handelt komplett auf eigene Verantwortung. Und wie immer gilt, ist, glaube ich, selbsterklärend und selbstsagend. Was machen wir genauer? Der Ausgangspunkt für die Trading-Strategie, eigentlich ist es nämlich nur eine einzige Strategie und trotzdem gebe ich euch nachher 100 Substrategien mit auf den Weg. Ich hoffe, die Zahl 100 stimmt jetzt ungefähr. Naja, so grob sind's. Der Ausgangspunkt ist eigentlich das, was der André Stagge, der auch schöne Webinare, by the way, hält, den Friday Gold Rush nennt. Da ist ja die Idee einfach, freitags Gold Long.
Und genau genommen, um genau dieses Thema werden wir uns in 14 Tagen nochmal genauer gucken, weil wir dann tippen wirklich auf die Daily Seasonals hier für alle möglichen Underlyings uns nochmal genauer angucken. Aber wenn man sich das mal überlegt, und übrigens diese Strategie ist in der Tat profitabel und nicht nur, weil auch der andere das so sagt und auch schon gezeigt hat, das fällt hier selbst heute quasi nebenbei auch nochmal ab. Also ist in der Tat auch eine sehr interessante Strategie. Die Frage, die ich mir einfach gestellt habe, ist, okay, Wochentage ist ja das eine, aber können wir nicht die Stunden des Tages auch noch nutzen? Also zwingt mich ja keiner, um Mitternacht aufzustehen und den Trade noch um 0 Uhr zu eröffnen. Oder wenn ich auch die Swap-Kosten im Blick habe, ich kann natürlich diesen Trade auch schon am Donnerstagabend eröffnen. Die Frage wäre, vielleicht ist es ja besser, um 5 Uhr morgens den Trade zu eröffnen oder doch vielleicht erst um 9 Uhr morgens und vielleicht doch schon besser um 18 Uhr wieder raus und nicht erst am Ende des Tages. Und das ist einfach die grundlegende Fragestellung. Und daraus können wir einfach Fantastisches ableiten. Und das der André hat kein N im Familiennamen. Kein N im Familiennamen. André Stagge. Also ich wüsste nicht, dass ich eins geschrieben habe, aber trotzdem kann es natürlich falsch sein. Also schauen wir mal. Gucken wir mal, wo mein Rechtschreibfehler ist. Also wir wollen dann diese Strategie verallgemeinern. Wir gucken uns Wochentage an. Wir fragen Long oder Short. Wir gucken auf die Einstiegsuhrzeit, Einstiegsausstieg. Und natürlich bei mir, anders in der Variante, die André auch mal erwähnt hat, gibt es natürlich auch einen Stop-Loss. Logisch. Kein Trade ohne Stop-Loss. Ihr kennt meine Philosophie. Wobei das andere jetzt auch nicht wirklich super schlimm ist, wenn man zumindest weiß, was man tut und auf welches Risiko man genau sich dann einlässt. Gibt noch eine Frage zur Aufzeichnung. Also das läuft bei JFD auf dem JFD YouTube-Kanal unter den sogenannten Power-Webinars. Auf dem Subkanal ist das und ist ab morgen Vormittag dann auch ist die Aufzeichnung verfügbar. Wenn die Strategie so angehen, werden wir nachher feststellen, naja, wir kennen schon vom DAX Daily Seasonal, so ein EMA könnte uns vielleicht auch noch helfen, unsere Sachen noch weiter zu verbessern. Das heißt, wir gucken auch noch mal so auf die relative Lage zum EMA. Ja, dann können wir daraus ein ganz tolles Portfolio machen. Und das werden wir natürlich zum Schluss machen. Ah, okay, jetzt kriege ich den Hinweis, ich habe wohl den Familiennamen vom André da noch ein N mit reingezaubert. Okay, ich nenne ihn André, ist eher einfacher. Und dann fehlt übrigens ganz streng genommen auch was. Er hat nämlich auf seinem E, naja, ich bin kein Franzose, aber so einen schrägen Balken, irgendwie so ein Zirkum-Dingsding. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe es vergessen, wie die Dinger heißen, die man da oben drauf schreibt. Aber egal. Also die Gold-Long-Freitagsstrategie. Die ist übrigens, der André hat das hier auch ganz gut auf alles auch sauber veröffentlicht. Ich gehe da mal kurz drauf. Also hier auf seiner Internetseite, da seht ihr alle möglichen Strategien. Turnaround Tuesday und frag mich. Also viele Sachen kann man sich einfach mal angucken und auch mal genauer beschreiben. Und da habe ich auch dieses Bild hier geklaut für das Webinar. Und natürlich steht hier unten sein C mit drin. Und was zeigt mir einfach diese Grafik? Naja, diese Grafik ist einfach die akkumulierten Ergebnisse, wenn ich einfach freitags long trade. Und zwar ohne Stop-Loss, einfach stur. Ohne weiteren Filter, nichts anderes tun. Und diesen Verlauf, auch mit diesem Peak hier hinten, weil nachher gucken wir uns alles ab 2000 an, den können wir uns jetzt schon mal einprägen, weil den werden wir nachher auch durchaus wiedersehen und dann auch noch wieder beseitigen. Das wird uns nämlich dann entsprechend auch gelingen. Was man einfach grundsätzlich hier sieht, und das ist auch die Überleitung gleich zu der eigentlichen Strategie, ein solches Trading-Setup zeichnet sich durch einen Wahrscheinlichkeitsvorteil aus. Und das ist ja ein Begriff, den ich hier immer wieder gerne verwende. Das heißt, wenn wir nach Trading-Strategien suchen, dann suchen wir meistens zunächst mal noch gar nicht nach dem eigentlichen Trade, sondern erstmal nur nach dem Wahrscheinlichkeitsvorteil. Also irgendetwas, sodass wir wenigstens in der Mehrheit richtig liegen.
dass selbst in der Mehrheit richtig liegen, heißt zwar noch lange nicht, dass es am Ende profitabel wäre, aber es ist schon mal die sozusagen der erste Schritt zur Trading-Strategie. Von daher sind ja diese Wahrscheinlichkeitsvorteile bei jeglicher Strategieentwicklung fürs Traden für uns immer so dieses A und O. Und hier hat André halt gezeigt, ja, freitags Gold long. Ob das jetzt in der jüngeren Vergangenheit funktioniert hätte, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Aber es ist ja auch hier keine Vergangenheit von den letzten 3 Freitagen, sondern die Grafik geht zumindest zurück bis 1990. So richtig profitabel ist die Strategie immerhin seit 2000. Und das ist auch immerhin stolze 18 Jahre. Also gut, die Grafik hier geht nur bis 2016, also Januar 2016, aber die geht nachher auch noch ein Stückchen weiter. Und ja, sie ist profitabel. Und diese Wahrscheinlichkeitsvorteile sind das, was die Basis einer Trading-Strategie ist. Ich werde das jetzt Ganze noch ein bisschen weiter verfeinern. Naja, gehen wir mal systematisch vor. Was machen wir genau? Ich will wirklich alles Mögliche nachher separat untersuchen. Und ich stelle euch zwei Sachen auch nachher vor, so viel schon mal vorweg. Zum einen Excel-Sheets, mit denen ihr das hundertprozentig selber machen könnt. Zum anderen, und auch da kriegt ihr von mir die kompletten Ergebnisse, ich habe das schon für alle, also für 29 Währungspaare inklusive Gold, auch mit meinen C-Programmen schon längst komplett untersucht. Und da kriegt ihr auch das Endresultat, wo dann wirklich nachher Uhrzeiten und sonst was alles komplett rauskommt. Aber warum kriegt ihr trotzdem auch die Excel, oder stelle ich gerne auch die Excel-Sheets zur Verfügung? Mir ist es immer ein Anliegen, dass ihr auch selber mit den Sachen arbeiten könnt und auch selber ein Gefühl für die Strategie entwickelt und nicht nur irgendeine historische Equity-Kurve seht, das komplette Setup beschrieben wird und nee, ihr kennt das. Ich will euch da hundertprozentig mit abholen. Es geht mir immer auch um die Methode und es geht mir immer um die Methode und es geht mir immer darum, dass man auch selber dann Sachen wirklich nachvollziehen kann. Also so geht es zum Beispiel auch mir, wenn ich einfach sowas höre wie Friday Gold Rush, das nehme ich zur Kenntnis, aber anschließend versuche ich es. Aber natürlich bin ich dankbar für genau solche Ideen. Genau, kommt schon der Hinweis von jemand anderem, dass Gold Rush funktioniert ohne zusätzliche Filter in den letzten Jahren nicht mehr so toll. Ja, Filter machen wir gleich. Genau das. Okay, wir untersuchen also separat die einzelnen Wochentage nachher, weil ich vertraue nicht einfach darauf, dass nur freitags Gold geht. Womöglich geht es ja am Donnerstag auch und oder vielleicht da dann Short oder wie auch immer. Genau das will ich herausfinden. Das heißt, ich will nicht nur schon mit der These reingehen, ob freitags geht, sondern ich will auch komplett alles Mögliche hier untersuchen. Und das kriegen wir natürlich hin. Wir müssen immer was separat machen. Wir müssen jeden immer untersuchen, ob long oder short. Ja, also haben wir eine Menge vor, weil das sind dann immerhin 5 Wochentage, long oder short, macht dann schon 10, also nicht Wochentage, sondern 10 Varianten. Und genau genommen haben wir jetzt natürlich noch weitere Freiheitsgrade, weil ich will ja heute nicht den Daily machen, sondern ich will auf H1-Basis. Das heißt, wir haben als Freiheitsgrad dann auch die Uhrzeit des Einstiegs. Da ich das auf H1-Basis nachher mache, gibt es nur einfach die Möglichkeiten 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr und so weiter. Ich will auch wissen, ob ich nicht zu einer bestimmten Uhrzeit lieber schon aus dem Trade rausgehen sollte. Es kann ja sein, dass sich rausstellt, dass für irgendein Währungspaar man vielleicht 6 Uhr morgens reingehen sollte, aber um 2 Uhr am Nachmittag einfach schon wieder raus, weil danach wird es zu indifferent, was noch weiter passiert. Also geben wir uns die Variante eines Timestops, also da, wo wir auf jeden Fall rausgehen. Und Overnight machen wir gar nichts. Also die halten wir hier definitiv nicht Overnight. Da ich ja nochmal ein Fan von Stop-Lossen bin, dann geben wir uns natürlich einen Stop-Loss. Und den geben wir uns einfach in Prozent, um irgendeine Variante
zu nehmen. Grundsätzlich könnte man auch hier nachher andere Varianten nehmen, wie man könnte einen ATR noch nehmen, einen Average True Range, der irgendwie die Volatilität misst und einfach sagen, okay, Moment, in einer sehr ruhigen Phase, also brauchen wir den Stop-Loss ja nicht so weit setzen. Das würden wir dann damit abfangen, indem wir einfach sagen, wir nehmen so einen bestimmten Multiple auf den ATR. Grundsätzlich können wir natürlich auch einen Take-Profit noch anwenden. Gar keine Frage. Und übrigens, die Excel-Sheets sehen das Ganze sogar vor, auch wenn ich das nachher nicht mehr groß weiter untersuchen werde. Was bedeutet das? Das bedeutet also, wir gehen zu irgendeinem Zeitpunkt einen Trade ein, wir setzen unseren Stop-Loss. Und wenn er dann bis zu dieser Ausstiegsuhrzeit noch nicht in den Stop-Loss gelaufen ist, dieser Trade, dann wird er einfach zwangsbeendet. Okay, Take-Profit haben wir jetzt hier erstmal nicht. Witzig, dass das nachher funktioniert, aber es ist so. Natürlich könnte man auch noch einen Take-Profit nehmen. Kurz, warum habe ich es nicht gemacht? Naja, ist noch ein Freiheitsgrad. Und ihr kennt, ich will nie zu viele Freiheitsgrade haben, weil man darf nicht unterschätzen, wir kriegen hier nachher in Summe eine auch nicht so überwältigende Statistik hin. Durch unsere Reduktion hier der Wochentage, die individuell zu untersuchen, naja, sind selbst 10 Jahre Kursdaten dann irgendwann auch nicht mehr so viel. Und gerade wenn man dann nicht mehr so viele Daten hat, dann ist es umso wichtiger, die Anzahl der Freiheitsgrade nicht zu groß werden lassen. Genau. Da gibt es schon Hinweise. Montags geht man short. Naja, auf dem Daily gucken wir uns alles noch genau an. In 14 Tagen. Dann kriegen wir auch dazu die Antwort. Gut. Hat er noch einen weiteren Filter, der André? Nee, hat er nicht. Also zumindest wird er nicht beschrieben auf seiner Internetseite. Gut. Und als Alternative sagt er auch, dass er unter Umständen auch irgendwas am Donnerstag macht. Alles kein Problem. Wir wollen jetzt nicht André sozusagen kommentieren und auseinandernehmen. Wir wollen es selber untersuchen, weil nur dann glaube ich ja sowieso irgendwas. Wie sieht es, also die Strategie oder die Ausführung des Trades, wie würde die nachher dann aussehen? Okay, wir haben hier irgendeinen Chart, in dem Fall gerade, naja, egal, ist zwar der Dow Jones, aber tut nicht zur Sache. Wir haben hier einen Stundenchart und grundsätzlich, auch wenn ich jetzt hier schon EMH habe, den nehme ich auch erst nochmal raus. Grundsätzlich soll das ja hier so sein, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit, machen wir das Ganze mal am gestrigen Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit einsteigen. Also hier beispielsweise 5 Uhr morgens und wir werden dann nachher uns fragen, sprich optimieren, was die richtigen Uhrzeiten sind. Und wir werden den Trade zu einer bestimmten Uhrzeit dann beenden. Gehen wir mal vielleicht nicht auf 23 Uhr, sondern auf 20 Uhr. Und das ist alles. Sprich, wir würden den Trade, wenn es denn so nachher genau rauskommt, als statistischer Vorteil, wir reden hier über gestern. Gestern war als Wochentag der Dienstag. Wäre dann die Regel, die herauskommen müsste, wäre dienstags, short, 5 Uhr morgens rein und 20 Uhr raus. Wenn ich jetzt sage 20 Uhr, mache ich schon mal den Hinweis. Genau genommen ist es immer das Ende der Kerze. So ist es nachher auch im Excel-Sheet. Bei der Rausgehuhrzeit ist es das Ende der Kerze, also sozusagen 20:59 Uhr. Und das wäre dann eine ganze Strategie. Wenn da tatsächlich herauskommen würde, Short dienstags, dann wäre es natürlich dann gestern ein schöner, profitabler Trade gewesen. Okay, aber so soll die nachher eigentlich funktionieren. Wir kriegen heraus, zu einer bestimmten Uhrzeit tun wir etwas oder wir tun nichts. Und zu einer bestimmten anderen Uhrzeit beenden wir den Trade. Und dazwischen läuft der Trade mit einem Stop-Loss. Und wenn er dann bis zu der zweiten Uhrzeit nicht ausgestoppt wurde, beenden wir ihn. Wäre natürlich genial. Das heißt, wir haben einfach nur zwei Aktionen am Tag. Irgendwann den Trade eröffnen und irgendwann den Trade schließen, wenn er nicht zwischendurch im Stop-Loss war. Macht das Ganze natürlich sehr attraktiv in der praktischen Umsetzung. Okay. Also,
Jetzt wird gerade nochmal genauer geschrieben, wie André es macht. Ich lese es auch nochmal kurz vor. Die Strategie ist denkbar einfach. Ich kaufe am Donnerstagabend Gold und lasse die Position 24 Stunden laufen. Am Freitagabend verkaufe ich meinen Gold Longs wieder. Alternativ kann man die Position auch erst am Montagmorgen auflösen. Die Ergebnisse sehen ähnlich aus. Es ist kein Stop-Loss und kein Take-Profit vorgesehen. Okay, das sieht, so ist die Strategie bei André beschrieben. Aber ja, nehmen wir es einfach mal so. Genau. Aber ich hoffe, hier Strategie ist erstmal klar und auch was wir untersuchen. Zu einer bestimmten Uhrzeit rein, zu einer bestimmten Uhrzeit raus, wenn bis dahin der Stop-Loss nicht erreicht wurde. Und das für jeden Wochentag einzeln untersucht. That's it. Okay, so gehen wir also vor. Und das heißt, wir brauchen jetzt ein Excel-Sheet. Wie soll es aussehen? Damit es ein bisschen bedienbarer ist, habe ich zunächst mal ein verkürztes. Ein verkürztes Excel-Sheet soll heißen, es ist nur Kursdaten ab 2017. Nachher gehen wir dann auf längere Historien. Da ich euch ja wieder einladen möchte, dass ihr auch selber mit dem Excel-Sheet und anderen Kursdaten genauso weitermacht und eure eigenen Strategien hier mit anguckt und entwerft, will ich natürlich mal wieder auch wie immer ein paar Hinweise geben, wie das Ganze hier eigentlich umgesetzt ist. Natürlich guckt der ein oder andere gerade schon auf die Equity-Kurve, die alles andere als berauschend aussieht, aber das wollen wir natürlich nachher noch verbessern. Okay. Kursdatenquelle, schon gleich dabei gesagt, das ist Dukas Copy. Und das Schöne ist, ihr habt bei Dukas Copy seit einigen Monaten die Möglichkeit, für Stundendaten und alles, was halt, also für jegliche Daten, könnt ihr immer sagen, für welche Time Zone ihr das runterladen möchtet. Also ihr habt genau genommen zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder die sogenannte UTC-Zeit, UTC ist, die UTC-Zeit ist sozusagen das, was früher immer Greenwich Time genannt wurde, und also die England-Zeit und um die dann wiederum ohne Sommer-Winterzeitumstellung. Also das ist sozusagen die universelle Uhrzeit auf dieser Welt, ist sozusagen England ohne Sommer-Winterzeit. Dann haben wir natürlich das Problem, oh, irgendwann haben wir diese Zeitumstellung. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, einfach das so runterzuladen, wie es für da, wo ihr seid, also das steht dann als Option lokale Uhrzeit, dann habt ihr die automatisch sozusagen für euer Land. Also ich sage das deswegen so ein bisschen verklausuliert, weil es hängt dann davon ab, wo man die Daten runterlädt. Also wenn ich jetzt hier in Dresden sitze, dann kriege ich natürlich hier mitteleuropäische Zeit und dann auch Sommer-Winterzeit. Würde ich allerdings jetzt in England sitzen, dann kriege ich halt entsprechend andere Zeiten. Es gibt ja schon einen Hinweis als zur Performance dieser Equity. Die Performance ist immerhin schon besser als die der deutschen Fußballnationalmannschaft. Naja, auf jeden Fall auch verloren. Gut, gehen wir mal kurz ein paar Zeilen durch. Dadurch wird auch klar, nochmal, wie die Strategie funktioniert und wie auch dieses Excel-Sheet wie immer ganz einfach funktioniert. Kursdaten ist klar. Dann ist es ja so, dass wir die Wochentage einzeln durchgehen. Naja, und es gibt halt im Excel einen Befehl, der heißt einfach Weekday. Und der Befehl Weekday sagt mir, welcher Wochentag denn nun ist. Jetzt braucht man allerdings eine kleine Übersetzungstabelle. Jetzt habe ich vergessen, die hier rein zu kopieren. In anderen Excel-Sheets habe ich sie schon drin. Ich hole sie mir mal eben. Ich hoffe, dass ich jetzt. Dann haben wir sie. Auch in der wir aktuell sind. Natürlich habt ihr schon die Equity gesehen, dass es durchaus schöner gehen kann als das, was ich hier habe. In Excel ist das die Wochentagaufteilung. Also die Zahl 6 ist der Freitag, die Zahl 2 ist der Montag. Das ist leider Excel und auch in LibreOffice ist es genauso. In der Computerwelt wird es anders gemacht. Da ist der Freitag die 5 und der Montag die 1. Aber kommen wir nachher nochmal drauf. Aber es ist halt so, wie es ist. Das heißt, wenn ich hier vorne über dem Day of Week eine 2 setze, ist das im Moment eine Montagsstrategie. Wenn ich dann jetzt hier auf 3 wechsle, dann ist das plötzlich eine Dienstagsstrategie. Das heißt, wir untersuchen dann alle Dienstage. Das filtern wir einfach schön raus. Und natürlich gucken wir, ob irgendwann ein Trade
gestartet wird. Hier haben wir nämlich gerade das Beispiel. Also, wir gucken hier nach, haben wir die richtige Uhrzeit? Oh ja, es ist 3 Uhr und dann passt es. Also, dann wollen wir ja den Trade eröffnen. Und wir fragen natürlich auch noch, ob wir den richtigen Wochentag haben. Deswegen fragen wir auch noch, ob der Weekday mit dem da oben übereinstimmt. Und wenn das der Fall ist, dann wird da halt so eine 1 gesetzt. Das definiert mir nachher den Start des Trades. Und genauso machen wir es mit dem Trade-Ende. Das heißt, wir geben einfach hier irgendeine Uhrzeit vor und dann wird der Trade da beendet. Ihr seht, ich habe hier angefangen, Sachen gelb zu markieren. Das sind natürlich die Felder, wo man dann einfach andere Zahlen nimmt und dann guckt, ob es denn eine, ob die Strategie dadurch besser wird. Was wir natürlich auch noch mit angeben müssen, ist, ob wir eigentlich eine Long-Strategie oder eine Short-Strategie hier gerade untersuchen. Also sollen die Trades, die jetzt hier in diesem Fall an Dienstagen um 3 Uhr morgens eröffnet werden und um 22 Uhr geschlossen werden, sollen das Long-Trades oder Short-Trades sein? Und hier ist die Logik, die eine Plus 1 ist ein Long-Trade und eine Minus 1 ist ein Short-Trade. Ah, jetzt ist es übrigens schon besser geworden. Also würde bedeuten, also jetzt unsere Equity ist schon besser geworden. Sieht so aus wie dienstags, könnte ein Short-Kandidat werden. Und ob die Uhrzeiten jetzt so ideal sind, wissen wir ja noch nicht. Kann man aber einfach durch reines Ausprobieren auch relativ zügig dann feststellen. Naja, schließlich und endlich wollen wir einen Stop-Loss setzen, weil ich eröffne die Möglichkeit, dass der Trade sowohl durch einen Stop-Loss beendet wird oder nach um 22 Uhr. Wenn hier steht 22 Uhr Trade-Ende, dann ist es die Kerze, die um 22 Uhr anfängt und um 22:59 Uhr endet. Das heißt, wirklich würden wir den Trade beenden um 22:59 Uhr. Wahrscheinlich fragt ihr euch, warum habe ich hier so komische Denklogiken oder so? Warum schreibe ich das so komisch? Naja, das ist ein einfacher Grund. Wenn wir uns hier in so eine Zeile angucken, wir haben hier die 1-Uhr-Kerze. Die hat ein Open, High, Low und Close. Naja, wenn ich nachher frage, habe ich meine Time-End erreicht, dann vergleiche ich das mit dieser Uhrzeit, die hier vorne steht. Schließen tue ich den Trade aber dann zum Close. Ich hätte natürlich auch zum Open schließen können, dann wäre es wirklich ungefähr 22 Uhr gewesen. Aber ich wollte zum Close dieser Kerze das Ganze schließen, sodass wir theoretisch also bis knapp vor 24 Uhr traden können. Weil die Frage bestimmt nachher kommt, kann man jetzt hier auch sowas simulieren wie von Donnerstagabend bis nächsten Tag um meinetwegen 20 Uhr. Unmittelbar nicht, ist also jetzt nicht vorgesehen. Sind ein paar Handgriffe im Excel und dann geht aber auch das. Wir waren beim Stop-Loss, also den können wir natürlich verändern. Das heißt, wir können hier auch andere Stop-Losse uns geben. Und theoretisch könnt ihr ja auch ein CRV vorgeben. Also könnt ihr auch hier meinetwegen CRV auf 3 setzen oder CRV auf 2 setzen. Irgendwie passiert ja noch gar nichts. Da, jetzt passiert mal was. Ach, das liegt dann im weiteren Stop-Loss. Also, ich mache jetzt erstmal keine Take-Profits. Das bedeutet, ich tue so formal so, als ob ich hier ein CRV von 100 habe und das dadurch nie erreiche. Ihr seht hier, wie immer, Performance-Ziffern, um eine Strategie entsprechend zu beschreiben. Und gehen wir nicht ganz hundertprozentig im Detail durch, weil wir das auch schon ein paar Mal hatten. Was hier allerdings für mich wichtig ist, dieses Opti, das will ich minimieren und dann fühle ich mich gut. Umso besser wird die Strategie. Also umso besser ist die Equity. Ihr könnt natürlich auch einfach auf die Equity gucken, aber naja, es ist immer einfacher, man hat eine mathematische Kennziffer als einfach nur den visuellen Vergleich. Genau. Gut. Es gibt noch einen Hinweis. Oh Mann, wer hat Excel programmiert? Etwa Gott? Ja, also ich nicht. Aber ich bin ja auch nicht Gott. Gut. Das sind ja die wesentlichen Grundlagen, wie auch die Strategie funktioniert. Und jetzt können wir einfach mal die Wochentage ändern. Jetzt gehen wir natürlich unmittelbar mal wieder auf den Freitag. Oh, das sieht aber jetzt auch interessant aus. Sieht ja ziemlich grottenschlecht aus. Ach so, ich darf nicht vergessen, wenn ihr auch andere Kursdaten nehmt, hier hinten gibt es immer noch ein rotes Feld. Der Spread
Der Spread muss unbedingt eingetragen werden. Wenn wir mit diesem Spread von 0,2 nachher Kursdaten von Euro-US-Dollar nehmen würden, werden wir nie was Profitables hinkriegen. Also nie vergessen, deswegen auch in Rot, den Spread einzutragen. So, jetzt sind wir auf dem Wochentag 6, sprich Freitag, und sehen gerade eine Equity-Kurve, die steil nach Süden geht. Interessant. Also sollten wir mal die Trade-Richtung umdrehen. Wir sollten mal long gehen und nicht short. Das ist übrigens nie spiegelsymmetrisch, ne? Also, dass wir uns da nie falsch verstehen. Das muss nicht spiegelsymmetrisch sein. Das liegt daran, weil wir einen Stop-Loss haben. Hätten wir keinen Stop-Loss, dann wäre es bis auf die Geschichte mit dem Spread immerhin spiegelsymmetrisch. Aber sowohl der Spread macht die Symmetrie kaputt, als auch der Stop-Loss macht die Symmetrie kaputt. Also, gehen wir wieder auf die Long-Strategie. Okay, sieht ja trotzdem schon mal besser aus. Also insbesondere hier Anfang 2017. Und dann ist es einfach eine Frage, mal mit ein paar Zahlen hier rumzuspielen. Stop-Loss vielleicht ein bisschen größer. Und jetzt übrigens, weil das hier auch summiert wird, erreichen wir nur noch ein einziges Mal den Stop-Loss. Und jetzt dann sogar schon gar nicht mehr. Und jetzt können wir mal fragen, sind die Uhrzeiten eigentlich optimal? Und auch da können wir uns natürlich andere nehmen. Wir können mal aus dem 3 Uhr, machen wir doch mal eine 2 Uhr und gucken, ob die, ja, wird doch ein bisschen besser. Und ihr könnt auch immer hier vorne auf die Zelle Opti gucken. Da steht immer die Zahl, wie die Strategie genau bewertet wird. Und so kleiner die ist, desto besser. Ja, wurde noch mal ein bisschen besser. Und dann machen wir den Trade mal um 0 Uhr auf. Ups, da wird es ja noch mal deutlich besser. Gut. Uhrzeit, Trade, Ende. Machen wir im Moment hier 22 Uhr. Das wäre übrigens genau der Fall before Swap Cost. Also, weil wirklich schließen will man ja um eine Minute vor 23 Uhr. Und da haben wir noch keine Swap-Kosten. Also in die andere Richtung würde ich nicht gehen. Und erst recht nicht am Freitag, weil da gibt es nämlich gar keinen Handel. Aber wir können ja nochmal in die andere Richtung gehen. Also auf 21 Uhr. Das ist nochmal ein bisschen besser geworden. Jetzt gehen wir nochmal auf 20 Uhr. Und dann ist es noch ein Ticken besser geworden. 19 Uhr. Und wieder ein Ticken schlechter. Wenn ich das so einfach sage, Ticken besser, Ticken schlechter, ich habe halt hier immer auf diese Opti-Zahl geguckt. Und was ihr jetzt hier ungelogen habt, ihr habt hier eine Strategie. Die Strategie heißt, freitags, okay, Problem wird vielleicht die 0 Uhr sein, aber vielleicht der andere Spätschlafengeher kriegt auch noch einen Trade um 0 Uhr eröffnet. Freitags um 0 Uhr Trade öffnen, dann haben wir auch die Swap-Kosten nicht, die ja bei Long auf jeden Fall immer bei Gold gegen uns laufen. Naja, und dann um 1, also um 20:59 Uhr Trade schließen. That's it. Und fertig ist die Strategie. Und das ist natürlich schon einfach und gleichzeitig irgendwie auch genial. Gut. Uhrzeit, also das kommt ein Hinweis. Man kann auch genauso gut einfach den Stop-Loss quasi erstmal weglassen. Und zwar ist gar kein Problem, dann macht er hier meinetwegen 5% hin. Und wie man sieht, hat sich hier irgendwie auch nichts getan. Und zwar nur, warum hat sich nichts getan? Also es tut sich schon was. Die Anzahl der Errs, die wir hier in Summe als Profit haben, die wird zwar kleiner, und jetzt dann wieder größer. Aber an der Steigung und allem und auch am Opti ändert sich rein gar nichts. So ist auch alles mathematisch korrekt. Also schöner Hinweis, danke dafür. Zunächst mal ruhig den Stop-Loss quasi groß lassen und dann mal später gucken, ob man nicht was mit dem Stop-Loss zusätzlich dann noch wieder verbessern kann. Okay. Werd nochmal gefragt, wie es genau von 0 Uhr bis 14 Uhr aussieht. Naja, ihr wisst, kein Problem. Hey, auch ein sehr schönes Ergebnis. Da hat jemand wohl noch ein paar gute Zusatzinformationen gehabt. Also, warum sage ich jetzt gutes 100? Opti ist immer kleiner geworden. Also, meine 20 Uhr war es ein Ticken schlechter. Aber so einfach ist es. Und jetzt machen wir natürlich den Übertrag. Das ist jetzt das eine. Wir haben jetzt hier nur kurz die Kursdaten, also nur 1,5 Jahre. Natürlich geht das auch mit langen Uhrzeiten. Gibt hier noch einen speziellen Wunsch. 19 bis 20 Uhr. Nee, das sollte man nicht machen. Gut, also bleiben wir bei dem, was wir vorher hatten.
0 Uhr bis 20 Uhr. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal mit einer längeren Historie an und dann werden halt die Excel-Sheets auch nicht mehr ganz so schnell, weil es ein bisschen länger dauert. Und dann sind wir hier. So, mein Opti ist zwar jetzt deutlich nach oben gegangen, aber dafür ist meine Historie aber auch deutlich länger. Wir haben jetzt eine Historie von 2004 bis quasi gestern oder so ähnlich. Also zumindest ist es maximal 2, 3 Wochen her. Warum, weil ich das letzte Mal die Kursdaten runtergeladen habe. Und jetzt haben wir die Equity-Kurve entsprechend dieser Strategie für die letzten 14 Jahre. Nicht schlecht. Und es ist nach wie vor einfach, die Sachen hier zu ändern. Und was hatten wir hier vorhin aus den 21 Uhr? 14 Uhr war eine Uhrzeit, oder? Ja, 14 Uhr. Jetzt gucken wir uns das hier mal an. Opti ist im Moment 784 und mit 14 Uhr, und jetzt müssen wir mal ein bisschen Sanduhr abwarten. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich will es demonstrieren mit einem kleineren Datensatz, weil es einfach länger dauert. Und dann sieht man, naja, dann zumindest geht es nicht für die komplette Historie vernünftig. In der jüngeren Vergangenheit, haben wir gerade gesehen, war das Ganze schon sehr gut. Aber das ist hier in der Tat eine durchaus sehr angenehme Strategie. Und ihr habt so einfach die Möglichkeit, auch hier selber mit jetzt die Experimente zu machen. Das heißt, Kursdaten oder andere Wochentage. Also hier mal wieder zurückzuspielen auf, gucken wir uns das Ganze doch für den, beispielsweise dann für den Donnerstag an. Okay, ist nicht so, geht nach oben, aber ist noch nicht so der absolute Brüller. Mittwoch, gucken wir auch nochmal eben, und dann wird es alles noch viel schlechter. Okay, bevor ich jetzt hier alles durchprobiere und das nicht langweilig werden soll, nehme ich mal wieder die alten Parameter. Und das Ganze sehr einfach. Oh, jetzt kommen weitere Uhrzeiten, die man mal gesehen haben will. Also, 14 Uhr. Und wahrscheinlich hat er jetzt die 14 genommen. Genau. Und nicht 14 Uhr. Also sollte man auch 14 Uhr hinschreiben. Ich habe schon gesehen, Trade-Ende soll 22 Uhr werden. Okay, machen wir. Wobei die jetzt auch schon gar nicht schlecht ist, die Equity. Und da haben wir sie. Auch nicht gerade schlecht. Flacht hinten ein bisschen ab. Aber ihr seht, was möglich ist. Und ich betone das so sehr, weil mir das auch mal so wichtig ist. Wenn wir so etwas haben, haben wir nicht einfach nur irgendwo gehört. Freitags long. Nein, wir können uns das hier vor Augen führen. Und das ist für mich so wichtig, weil dann kann ich selber an den Strategien meine Hand anlegen und ich weiß, wann und wie es funktioniert und ich habe die Rechnung komplett unter Kontrolle. Rechnung hier ist übrigens alles in R, also ihr wisst, in den Einheiten von Risiko. Ihr könnt jetzt das einfach mit irgendeiner Eurozahl multiplizieren, dann ist das A euer Risiko pro Trade und B automatisch das Ergebnis in Euro. Also es geht wahnsinnig einfach. Ich bleibe mal bei meinen Zahlen, die ich hier schon hatte, als die einfach gar nicht mal so schlecht waren. Und das war 20 Uhr und hier eine 0. Gut, aber ich habe ja gesagt, das ist nicht alles. Auch wenn man jetzt hier schon einen Haufen lauer Sommernächte draußen auf der Terrasse damit füllen kann, die Strategie weiter zu untersuchen. Natürlich für viele andere Underlyings, dann jeweils Long, Short und die einzelnen Wochentage. Aber es ist auf jeden Fall was sehr Hilfreiches. Okay. Auch ein Detailhinweis. Vielleicht sollte man hier hingehen, die Freitage rauszufiltern, wo wir die NFP-Daten haben, also die Non-Farmers Payroll-Daten, weil es da natürlich 14:30 zumindest nochmal zu heftigen Ausschlägen kommen kann. Sind einfach gute weitere Hinweise. Wie immer gilt, weil jetzt nochmal gefragt wird, ihr müsst mir eine E-Mail schreiben, um das Excel-Sheet zu kriegen. Sorry, dass ich das so hart sage. Weil wer hier nur das einmal kurz hinschreibt, das verschwindet nachher und dann weiß ich das nicht mehr und die E-Mail bleibt. Also meine E-Mail-Adresse kommt nachher eh auch nochmal und auf den Folien steht sie ja ohnehin. Ich habe gesagt, wir wollen ja noch einen Schritt weitergehen. Also, wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Gucken wir uns den mal genauer an, was ich vorhabe. Und zwar,
Warum setzt man nicht noch einen Trendfilter ein? Warum fragen wir nicht noch zusätzlich, ob zu dieser Open Time, da wo wir also in den Trade reingehen wollen, eine EMA-Filterbedingung erfüllt ist? Und vielleicht können wir damit das ganze Setup noch ein bisschen weiter kitzeln. Und wahrscheinlich, gehen wir noch auf meinen zweiten Satz hier in der Folie. Und zwar würde man ja intuitiv vielleicht sowas, zu sowas tendieren wie Long Trades nur, wenn dieser Open-Kurs oberhalb meines entsprechenden EMAs ist. Das wäre so die Intuition, also Trendfortsetzung. Ich bin oberhalb meines EMAs, also trade ich in Richtung meines EMAs, also wenn ich oberhalb meines EMAs bin, trade ich long. Ja, ist auch meine Intuition. Aber wie so oft gilt, ich verlasse mich nicht auf meine Intuition. Wenn, dann eröffne ich mir lieber die Möglichkeit, das Ganze komplett zu untersuchen. Und ich weiß, irgendwie wird es jetzt gleich ein bisschen tricky. Aber wer mal einmal das Ganze durchdacht hat und gleich gibt es nochmal ein Beispiel, der hat das irgendwie auch verstanden. Weil wenn, dann wollen wir das Ganze mal vollständig machen. Wir bleiben natürlich dabei. Angenommen, wir haben eine Long-Strategie. Erste Zeile hier in der Tabelle. Und wenn jetzt die Differenz zwischen dem Open und diesem EMA-Wert positiv ist, also sprich, mein Kurs ist oberhalb des EMAs und ich komme da noch gleich drauf, mein sogenanntes Reversal Flag ist 1, dann will ich einen Long Trade eröffnen. Das entspricht dem, genau dem Satz dieser Intuition. Long Trade oberhalb, wenn der Kurs oberhalb des EMAs ist. Naja, jetzt gucken wir mal auf meinen Reversal Flag und gucken darauf, was das heißt, wenn das minus 1 ist. Ich könnte ja einfach auch das Gegenteil machen. Also ich will, wenn ich Long Trades machen will und mein Kurs unterhalb des EMAs liegt, genau dann will ich meinen Long Trade eröffnen. Wäre eine Variante. So what? Warum nicht? Warum nicht auch die mit untersuchen? Deswegen nenne ich das übrigens Reversal Flag, weil es dreht sozusagen die Logik um. Also ich bin unterhalb vom EMA und jetzt mache ich auch meinen Long Trade. Naja, wenn man das alles hier so durchdenkt, dann kommt man halt zu diesen ganzen Möglichkeiten, die man hat. Natürlich gilt dann auch, dass man dann Situationen hat, wo man halt nicht tradet. Also wie zum Beispiel, ich habe meinen Strategietyp Long. Ihr habt schon gerade im Excel-Sheet gesehen, das wird explizit gesagt. Wir machen nur Long Trades oder nur Short Trades für einen Strategie-Subtyp. Und wenn dann der Open unterhalb vom EMA ist, ja, dann traden wir einfach gar nicht. Auch gut. Mal kurze Preisfrage an euch. Das ist die Situation. Wir haben jetzt hier ein EMA auch drin. Wir haben eine bestimmte Uhrzeit, hier 8 Uhr, soll nachher diese Trade-Uhrzeit sein. Und da als Fadenkreuz habe ich den Open dieser Kerze auch markiert. Wir haben eine Long-Strategie und das Reversal Flag steht auf minus 1. Ist hier jetzt dieser Trade erlaubt? Also sollen wir ihn öffnen? Ja oder nein? Ich gebe euch mal ein paar Sekunden. Und da purzeln schon die ersten Antworten rein, die übrigens auch richtig sind. So viel kann ich auch schon verraten. Und ja, in der Tat, und so sagen es ja auch die Mehrheit von euch, es ist in der Tat genau dieses Beispiel. Hier wird ein Long Trade jetzt auch tatsächlich gemacht. Warum? Es ist eine Long-Strategie. Okay, wir sind Long. Wir sind unterhalb vom EMA zu der gegebenen Uhrzeit, aber Reversal ist auf minus 1. Also Trade erlaubt, yes. Also da machen wir natürlich den Trade. Ja, und jetzt setzen wir das ganze Ding natürlich um in Excel. Auch wieder ganz einfach. Also recht straight forward. Und dann sind wir hier. Was habe ich noch gemacht? Natürlich habe ich jetzt eine EMA-Periode. Und natürlich habe ich das Reversal Flag, was ich ja jetzt dann hier auch wieder auf minus 1 zum Beispiel setzen kann. Und alles andere macht natürlich wie immer das Excel-Sheet. Es fragt, ist die Bedingung erfüllt? Ist das Ganze, die Lage zum EMA richtig oder falsch? Und na, das Reversal Flag sollte ich mal schnell hier wieder auf 1 setzen. Denn wir sind ja immer noch bei auf Freitag. Und freitags
hatten wir ja schon, ist eher eine Long-Strategie. Und hier stehen jetzt schon gleich die optimalen Uhrzeiten. Ich habe hier, will jetzt auch gleich mit groß experimentieren. Aber wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, den EMA zu verändern. Wir wissen, wir legen vorher fest, ob wir sagen, es ist eine Reversal oder nicht. Wir legen vorher fest, ob wir eine Long- oder eine Short-Strategie haben. Und dann gucken wir einfach auf die Optimierung. Und jetzt haben wir einen zusätzlichen Filter. Und in der Tat hat sich die Strategie zu unseren vorherigen Ergebnissen verbessert. Wir sind jetzt bei Opti von 540. Und als wir noch kein EMA hatten, waren wir bei grob 1000. Da gab es allerdings mal irgendeine Einstellung, die war nochmal ein Ticken, glaube ich, besser. Also in der Tat, unser EMA-Filter nützt was. Dass ich nicht mehr die gleichen Uhrzeiten habe, hat einen Grund und dazu komme ich noch. Gehen wir jetzt nochmal auf das EMA-Sheet. Also ihr seht, es ist noch ein zusätzlicher Filter. Das halbiert grob geschätzt die Anzahl der Trades, weil mal ist man unterhalb, mal oberhalb vom EMA. Macht aber nichts, weil diese Strategie ist ja so doll geeignet, um viele verschiedene Underlyings zu untersuchen. Und das wollen wir uns natürlich genauer angucken. Ich will euch zwei Beispiele auch nochmal vorher zeigen, einfach nur für einen anderen Wochentag in Gold, um das mal gesehen zu haben. Auch schon gleich mit den guten, besten Ergebnissen. Und das ist bei mir der 1A. Wo ist er? Mist, habe ich den nicht geladen? Oh, habe ich doch nicht geladen. Okay, dann zeige ich euch ein anderes Beispiel, nämlich für britisches Pfund, japanischer Yen. Komplett andere Situation. Andere Uhrzeiten. Schon 13 Uhr gehen wir aus dem Trade raus. Und ihr wollt natürlich auch die Equity-Kurve sehen. Here we go. Da haben wir sie. Die ist noch viel besser. Übrigens, dass wir hier einmal so einen Sprung drin haben, naja, jeder kann ahnen, wann das war. Und das war die Brexit-Entscheidung. Warum hier vorne auch einer ist, den kann ich jetzt inhaltlich nicht begründen, außer dass es grob in der Finanzkrise ist. Aber hier ist es tatsächlich der Brexit. Und ja, das ist eine Short-Strategie. Was bedeutet das? Freitags kann man sich britisches Pfund, japanischer Yen nehmen, Short traden. Man vergleicht mit dem EMA 47 und ja, liegen wir oberhalb, weil Reversal Flag ist 1, öffnen wir den Trade und um 13 Uhr wieder schon wieder zugemacht. Und das war schon die ganze Strategie. Das heißt, es geht wieder wie unwahrscheinlich einfach. Kann man das wieder mit dem Solver in Excel optimieren lassen? Ja, prinzipiell, also ja. Dann müsste allerdings noch ein paar kleine Kniffe machen. Also folgendes. Und zwar, ihr müsst was doch mit den Uhrzeiten machen. Die Uhrzeiten sind ja, so wie ich es hier hinschreibe, in Wahrheit was ganz anderes. Also ich will das mal eben symbolisch zeigen, indem ich das mal eben so mache und dann die Formatierung rausnehme. Und dann werdet ihr unschwer sehen, die 13 Uhr ist in Wahrheit eine 0,5417 und so weiter. Das heißt, ihr müsst noch so einen Kniff einbauen, dass auch danach da wieder gerade Uhrzeiten stehen. Ist aber machbar. Aber ganz ehrlich, ihr kriegt auch sehr schnell selber ein Gefühl dafür, das mit auch ohne Solver zu machen. Also funktioniert hervorragend. Jetzt habe ich schon gesagt, ich habe schon alles untersucht. Und weil ich es schon untersucht habe, will ich auch die Ergebnisse hier nicht vorenthalten. Und hier seht ihr schon gleich das Komplettergebnis. Das Komplettergebnis von allen möglichen Währungspaaren, und welche zeige ich gleich, ist die Equity. Okay, sie flacht hinten ein bisschen ab, das gebe ich gewonnen. Aber in Summe über die gesamte Strecke ist sie schon ziemlich beeindruckend. Beeindruckend sage ich deshalb, weil der Monthly Profit in einem 30.000 Euro Konto ist schon ziemlich, ziemlich attraktiv. Ja, und welche Einzelstrategien liegen da nur hinter? Ein Haufen. Und zwar in Summe 107. 107 Einzelstrategien. Und ich
Mach das mal ein bisschen größer, damit das hier für euch sprechend wird, wie diese Tabelle zu lesen ist. Weil wenn ihr die Einzelstrategien traden wollt, braucht ihr genau diese Tabelle, die ich auch wiederum gerne zuschicke, aber dann müsst ihr die sozusagen lesen können. Und das steht auch auf einer Folie. Dann mache ich es lieber gleich auf der Folie. Ihr findet Einträge. Und zwar, ihr findet Einträge dazu. Day of Week. Ihr findet Einträge Ref wie Reversal Flag. Ihr findet Einträge Long- oder Short-Strategie, EMA-Periode und natürlich auch Time Close und Time Open. Jetzt wundert ihr euch als nächstes wieder, was macht der Stefan da wieder für komische Uhrzeiten? Was ist eine 240 und was ist zum Henker eine 780? Weil 240 hätte ja vielleicht noch 2:40 sein können, bei 780 wird es schwer. Es sind die Minuten nach Mitternacht. Hat einen einfachen Grund, also ist wieder tief in der Programmierung verwurzelt, aber hier stehen die Uhrzeiten. Also 240 ist einfach 240 durch 60 macht 4, macht also 4 Uhr morgens. Und genauso die Rechnung mit den 780, also einfach die 780 nehmen, durch 60 dividieren, macht 13 Uhr. Und dann habt ihr das Ganze auch wieder in normalen Uhrzeiten. Hier stehen alle Substrategien. Ihr könnt hier auch welche raussuchen, die euch von den Uhrzeiten her einfach ein bisschen besser passen. Also nicht jedermanns Uhrzeit ist ja vielleicht 1 Uhr morgens, also hier die 60. Aber ihr könnt ja nur die nehmen, die ein bisschen später anfangen. Also hier wie zum Beispiel 420 wäre 7 Uhr morgens. Hey, 7 Uhr morgens, vielleicht gerade aufgestanden, den Trade nehmen wir mit, und dann an den entsprechenden Wochentagen. Und von daher haben wir hier ein Riesenportfolio an Substrategien, die man herrlich nutzen kann. Um kurz zu sagen, wie die Beschreibung dieser Tabelle ist, habe ich natürlich hier auch nochmal zusammengefasst. Und zwar, das ist die Tabelle, die wir gerade gesehen haben, in nicht lesbarer Form mehr. Deswegen braucht man wenn das Excel-Sheet. Also ihr wisst immer jeweils das Underlying, die Stop-Loss-Entfernung, die EMA-Periode, Uhrzeiteinstieg. Uhrzeitausstieg am Ende dieser H1-Kerze extra nochmal beigeschrieben. Die Uhrzeiten hier sind halt Uhrzeiten in Minuten nach Mitternacht. Und natürlich steht da auch drin, welcher Day of Week. Jetzt kommt die kleine Unstimmigkeit. Jetzt sind wir in der normalen Computerwelt, weil aus der kamen die Resultate. Und natürlich gilt da auch die normale Zuordnung. Also ist 1 der Montag, nicht wie in Excel 2. Sorry für diese Diskrepanz, aber ich orientiere mich da, wenn ich programmiere, nicht an Excel, sondern an den Befehlen, wie sie die Standardbibliotheken vorsehen für die Programmierung. Und da ist der Montag Nummer eine 1. Und der Freitag übrigens dann eine 5. Heißt, ich gehe nochmal zurück in die Tabelle. Die Tabelle bietet gigantisches Potenzial. Ihr könnt die Tabelle einfach mal nehmen und nach den Wochentagen einfach sortieren. Der Wochentag ist hier das N. Sortieren wir die Tabelle einfach mal kurz nach N. Und dann habt ihr hier alle Substrategien nach Wochentagen. Also die ersten 22 sind alle Montag. Also die Auswahl ist da. Was übrigens interessant ist, ich will es mal zeigen. Ich habe ja hier eine Auswahl getroffen. Und was wir jetzt hier haben, sind, also okay, die ersten 22 sind hier Montagsstrategien, dann kommen ein paar Dienstags, ein paar Mittwochs, Donnerstags und Freitagsstrategien. Was fällt auf? Irgendwie habe ich Dienstags am wenigsten Strategien. Und ich habe viel am Freitag, am Montag, Entschuldige, am Freitag und am Donnerstag. Das kann man durchaus mal anders interpretieren. Irgendwie scheint sozusagen die Börse an Dienstagen und Mittwochen unordentlich zu sein. Witziger Begriff für die Börse. Aber vielleicht chaotisch. Vielleicht ist da irgendwie, gerade an den Wochentagen, läuft alles ein bisschen anders. Und nicht so systematisch. Und wir leben ja hier von einer sturen Systematik, die sich bewährt hat auf die letzten 14 Jahren. Und dann kommt jetzt umgekehrt quasi hier heraus, Dienstags und Mittwochs habe ich nicht so viele Strategien gefunden.
Das ist merkwürdig. Ich habe keine ganz saubere Interpretation, sorry. Aber das ist jetzt mal meine Ad-hoc-Interpretation, weil ich habe noch ein paar, einen Haufen anderer Wochentagsuntersuchungen gemacht und da kommt immer ungefähr das Gleiche raus. Also da kann man, wenn ich es zusammenfasse, sagen, am besten ist eigentlich immer montags und freitags. Auch für noch viel trickreichere Intraday-Strategien. Montags und freitags tradet sich sozusagen leichter, systematischer als die anderen Wochentage. Es ist schon verrückt. Aber ist ein nettes Nebenprodukt. Kleine Warnung, noch zusätzlich, wenn ihr die Zahlen von hier genau ins Excel-Sheet übertragt, kommen nicht hundertprozentig die gleichen Werte für Opti und dergleichen raus. Also da liegen einige Unterschiede. Das hat mit ganz bestimmten Rechenlogiken zu tun. Aber ihr werdet auf jeden Fall sehen, dass ihr dann trotzdem schöne Equity-Kurven habt. Das definitiv. Und das andere, hier in dieser Excel-Tabelle ist auch die Liste aller Trades der letzten 14 Jahre mit drin. Und hier ist es so, dass alle Trades mit 100 Euro Risiko pro Trade dann gemacht wurden. Jetzt hoffe ich mal, dass hier mein Rechner gerade noch will. Ich habe eigentlich nur, das liegt jetzt daran, ihr müsst wissen, jede dieser Excel-Sheets sind 30 Megabyte groß. Und das bläst dann so ein Excel oder ein LibreOffice anschließend im Arbeitsspeicher zu ziemlich astronomischen Zahlen auf. Von daher tut er sich jetzt gerade hier etwas schwer. Und wahrscheinlich ist das Problem auch in der Tat, jo, ein Arbeitsspeicherproblem. Also im Moment belegt hier mein Excel schon knappe 5 GB Arbeitsspeicher. Hat aber damit zu tun, dass ich hier alle gleichzeitig aufhab. Das hat wiederum damit zu tun, damit ich hier keine laden muss, während ich das Webinar mache. Gut. Also, jetzt hoffe ich, dass das hier noch geht. Na, gehen will gerade nicht. Dann gehe ich mal schon langsam in die Zusammenfassung hier. Ich fasse mal kurz zusammen, auch ohne meine Zusammenfassungsfolie, weil in die komme ich jetzt nämlich nicht rein, solange der hier jetzt gerade noch nicht wieder zurückreagieren will. Mal gucken, ob er es gleich irgendwann tut. So, er tut's. Danke. Dann kann ich auch mit Folie reden. Also, ihr habt hier nochmal die Equity-Kurve mit Risk per Trade 100 Euro. Aber wir sind natürlich auch schon am Ende, weil die Strategie ist so einfach. Wir haben einen Wahrscheinlichkeitsvorteil. Und es gibt halt nicht nur den Friday Gold Rush, sondern es gibt noch viel mehr. Und wir haben das jetzt hier sogar ein bisschen feiner gemacht. Also wir haben nicht nur die Wochentage separat untersucht, sondern also auch mal geguckt, ob dann beispielsweise Euro, US-Dollar am Dienstag besonders gut läuft. Nee, wir haben noch einen weiteren Schritt gemacht. Wir haben noch gefragt, sollten wir zu bestimmten Uhrzeiten einsteigen? Und wann übrigens auch wieder aussteigen. Und das ist übrigens der Grund, warum das hier Ganze bei mir intern heißt, diese Strategie einfach Time to Trade. Weil genau das ist es. Es ist eine bestimmte Uhrzeit und jetzt kann ich meinen Trade öffnen. Und wir kriegen dadurch gnadenlos viele Substrategien. Und was wir auch gekriegt haben, dass wir, wenn wir noch so einen EMA-Filter einsetzen, dann gibt es noch einen kleinen Zusatzboost. Der ist gar nicht absolut zwingend nötig. Ich habe auch Sachen mal ohne EMA-Filter gemacht, aber es bringt einfach was. Außerdem ist das auch, gerade wenn man zum Beispiel auf den Friday Gold Rush guckt, durchaus besonders hilfreich, um dadurch die Performance noch auch langfristig ein bisschen stabiler zu halten. Am Ende des Tages heißt das einfach, ich gucke in der Tabelle und weiß, heute ist Montag, heute ist Zeit für dieses und jenes und nochmal jenes Währungspaar. Und ich weiß genau, zu welchen Uhrzeiten ein Trade in Frage kommt. Dann kommt einfach der Vergleich mit dem EMA. Und dann weiß ich, ob ich traden soll, darf oder auch nicht. Es gibt natürlich immer noch die andere Nutzungsmöglichkeit. Ich kann diese Aussagen auch ne nehmen und wahrscheinlich noch besser die, die wir in 2 Wochen machen, wenn wir doch mal ohne Uhrzeiten auskommen, das rein als Daily-ins angucken, weil auch das hat wirklich einen schon auch sehr gute Aussagekraft. Ich kann natürlich diese Aussagen hier auch nehmen für meine Trade-Richtung, Intraday. Das heißt, wenn ihr ganz normal Intraday diskretionäre Trader seid und einen Chart analysiert und euch fragt, soll ich jetzt long gehen? Also ich würde gerne hier long gehen. Kann man natürlich
hinterfragen, ob das mit dieser statistischen Seasonal-Aussage übereinstimmt. Und wenn ja, ist das vielleicht eher noch der Grund, auch noch zu sagen, ja, jetzt kann ich wirklich long. Also Long-Einstieg ist dann heute gut. Und dafür ist es natürlich super nützlich. Und darüber hinaus wieder mal ein Excel-Sheet zur freien Verfügung. Das heißt, ihr könnt es nutzen und auch weitere Untersuchungen genau damit machen. Und das alles. Ja, sehr schön. Heute am Tag, als Deutschland sich aus der Weltmeisterschaft verabschiedet hat. Naja, ich denke mal, wir werden weiterhin spannende Spiele sehen. Das hatten wir auch von den Deutschen, also insbesondere das letzte Spiel. Naja, das Tor war schon traumhaft, kann man ja nicht anders sagen. Aber es gab auch gute andere Mannschaften und dann freuen wir uns mal über die. Ich bin mal gespannt, wie das noch. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Spiel das nächste Webinar kollidiert in 2 Wochen und ob überhaupt. Da habe ich jetzt wirklich überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Es kann sein, vielleicht ist sogar parallel Fußball. Ich kann es ja dann hier rechts oben irgendwo einblenden. Sollte auch kein Problem sein. Also, und so wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Abend. All denen, die vielleicht gerade doch ein bisschen traurig reinschauen, Kopf hoch, wir gucken aufs Traden. Das können wir und das machen wir. Also, macht's gut. Bis dann in 2 Wochen. Schönen Abend. Tschö.